Einen wunderschönen guten Morgen, meine aktive Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. So, Freunde, habt ihr euch alle einen Kaffee gemacht? Ja, hier ist nämlich der Sonntagsvlog und nicht die Lindenstraße, wie einige schon schreiben. Hier ist euer Frühstücksfernsehen. Ah, so ein Kaffee am Morgen ist doch immer gut. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Eine sehr actionreiche Woche war es gewesen. Mal kurz, was heute alles kommen wird. Wir starten dann gleich. Zum einen war diese Woche ja das Event im Megazoo gewesen. Ja, deswegen war für mich die Woche relativ stressig, weil ich habe mir den Freitag extra frei nehmen müssen, um da morgens früh den Livestream schon starten zu können für euch. Ja, daher hatte ich unterhalb der Woche erstmal viel zu tun. Und ja, der Freitag war auf jeden Fall mega geil. Ich fand es absolut klasse. Es waren wieder viele Firmen da gewesen. Firma Deltek war da. Firma Daytime war da. Firma Refactory war da. Übrigens, die haben mir auch dann hier mal die Tests mal mitgebracht. Werden wir auch gleich noch mal kurz reinschauen. Ich werde hier euch aber dann noch mal separat zeigen. Ich habe jetzt bekommen KH, Magnesium, Calcium, PO4, NO3 war leider nicht mehr da. Ich bin leider zu spät gekommen. Denn die Tests wurden im Megazoo verteilt an euch Besucher. Alle, die da waren, haben einen bekommen. Ich habe schon gesehen, ganz viele Instagrammer, die auch vor Ort waren, haben auch alle diese Tests schon gepostet. Weil käuflich sind die erst in 14 Tagen, glaube ich. Aber ist ja wurscht. Es war auf jeden Fall ein super, super, super geiler Tag. Wie gesagt, viel gequatscht, waren viele super Leute da. Auch viele von euch Zuschauern waren da gewesen. Auch viele, ja, von Instagram, ja gut, ihr werdet sowieso auch YouTube schauen, gehe ich mal von aus. Der Sven war da, Big Stitch heißt er, glaube ich, auf Instagram. Der Rainer Brunz war natürlich da gewesen. Dann war der Patrick da gewesen, so eine echte kölsche Jung. Ne? Und all die Leute habe ich infiziert, ne? Das war noch das Allerbeste. Ne? Aber glücklicherweise sind sie alle hochzufrieden. Ich habe schon gedacht, oje, oje, oje. Weil es kam immer jeder, der kam und Bilder machen wollte und. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles genau da war. Ich wollte sie eigentlich alle aufzählen, aber ich habe schon wieder so viele Namen vergessen, Leute, weil es waren so viele Leute. War auf jeden Fall ein mega geiler Tag. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen im Megazoo. War echt eine geile Nummer gewesen. Nette Gespräche, wie gesagt. Refactory hat uns da mal alles gezeigt, was sie so an Gerätschaften da jetzt momentan haben, was da kommen wird etc. War auf jeden Fall ein geiler Tag, würde ich einfach mal sagen. So, Freunde, dann legen wir mal los, damit ich nicht nur quatschen und euch nachher noch zu langweilig werden sollte. Bleibt aber auf jeden Fall dran, denkt dran, heute gibt es eine Überraschung. Jeder von euch wird glücklich gemacht, aber wirklich jeder, der möchte, wird heute etwas gewinnen können. Eine Kleinigkeit. Firma Korallenwächter war ja auch noch bei mir und das sehen wir aber gleich. Wir gehen jetzt nämlich erstmal in eine Geschichte und zwar hatte ich euch das versprochen. Im letzten Sonntagsvlog habe ich euch ja gesagt, dass ich eine Oceamo ICP-MS machen werde. Und die habe ich ja in dem Vlog nicht nehmen können, weil ich ja diese Probe den Sonntag nehmen wollte. Und ich würde mal sagen, da fangen wir heute mal an. Jo, Freunde, so. Oceamo ICP-MS. So, Probennahme, Handschuhe anziehen, die Spritze vollziehen. Ja, dann halt eben draufgehen, den Spritzenfilter. Ne? So, das haben wir im Prinzip alles hier, die 20 Milliliter. Spritzenfilter, Handschuhe sind dabei. Weißes Röhrchen, rotes Röhrchen, blaues Röhrchen mit Fixierung drinnen. Na, also auch eine gute Sache. Wie gesagt, Spritzenfilter machen heute auch andere mittlerweile. Damals hat jeder gesagt, ach, das braucht man ja alles nicht. Ne? Da war Oceamo erster und jetzt machen das andere auch. Jetzt braucht man es komischerweise scheinbar doch. Ja, wie gesagt, alles hier in der Anleitung nach befolgen im Grunde genommen. Ja, was ich auch noch mitmache, ist auf jeden Fall gute Sache mit dem roten Deckel Osmosewasser. Das interessiert mich jetzt auch mal, da ja der TDS-Meter bei mir 2 zeigte. Einige von euch hatten dann schon in dem Video da zuletzt gesagt, ja, das funktioniert ja nicht mit 2, das muss ja 0 sein und.
AK sagt da bis 50 ppm, wäre das okay. Ich bin mal gespannt, wir gucken einfach mal. Bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, was hier im Roten rauskommen wird. Osmosewassertest, freue ich mich schon drauf. So, Probenname ist ja klar, ist ja hier beschrieben. Es ist jetzt hier schon bei mir alle Lichter aus, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Aber Handschuhe anziehen, ganz wichtig. Und dann einfach der Anleitung folgen. Ja, und dann läuft die Kiste schon. So, Osmosewasser, Aquarienwasser, auch Aquarienwasser fixiert. Die beiden mit Filter gezogen. Die kommt reines Aquarienwasser ohne durch den Filter halt. Ja, so, dann werden die Dinger jetzt im Prinzip hier, die gehen jetzt an Menzel. Ne? Da schicke ich das jetzt hin. Ja, wie gesagt, Christoph sagte mir, das geht am schnellsten. Ich hatte mal versucht, damals wisst ihr ja, das direkt im Prinzip an Christoph zu schicken. Hat aber tatsächlich länger gedauert. Und Christoph sagte, pass auf, mach das diesmal auf jeden Fall anders. Schick das an Menzel und wenn es da ist, kann er das da abholen, weil das ist kurz vor der Grenze. Und dann kann er das da wegholen. Und ja, das ist halt die schnellste Lösung. Ne? Also wie gesagt, schickt hier immer an MCM Menzel, ist ja dabei, der Aufkleber. Und dann geht das. Ja, Freunde, ich bin sehr gespannt, was das geben wird. Ja, wir werden es ja erfahren und ihr seid natürlich dabei und dann gucken wir da mal drüber. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ne? So, ich werde jetzt mal anmelden im neuen Portal. Ne? Es gibt ja hier das Oceamo Portal. Da werde ich das jetzt mal anmelden und dann gucken wir uns das ganze Spiel mal an. So, und nachdem ich diese Probe gezogen habe und das alles eingetütet habe, das habe ich, wie gesagt, am Sonntagabend habe ich das gemacht. War schon relativ spät, irgendwann so wieder Richtung Nacht, ne? Werdet ihr gleich sehen, weil ich habe dann auch direkt mal jetzt die Initiative ergriffen und habe gedacht, okay, jetzt checkst du auch mal deine Geräte durch, weil ich jetzt ja eine aktuelle frische Probe gezogen habe, die ja dann dem Christoph zugeschickt habe und habe dann gesagt, okay, dann misst du jetzt auch mal direkt parallel dazu die Werte durch. So, und wir schauen uns jetzt mal hier drei Werte an, die ich gemessen habe. Fangen wir an mit der Salinität. Das ist ja erstmal das Wichtigste, Dichte messen, 35er ppt. Passt also hundertprozentig genau im Zoart. Dann habe ich natürlich die KH gemessen. So, und dann hier nochmal den Zoart-Tank. Auch nochmal zum Vergleich. Ich habe jetzt eine 8,3. Ich muss wieder ein bisschen runterziehen. Ich fahre nochmal eine 8. Scheint sich der Verbrauch ein bisschen zurückgesetzt zu haben. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen drüber gekommen mit meiner Nachdosierung quasi. Ja, 8,3. Das merken wir uns jetzt einfach mal. Ja, im Prinzip für, wie gesagt, ne, ITP-MS-Messung, damit ich auch hier mal den Vergleich habe, was ich jetzt heute aktuell halt eben habe an Werte. Und zu guter Letzt habe ich noch den PO4 gemessen. So, Phosphat habe ich jetzt 0,03 ppm. Das ist erstmal gut. Ich werde damit jetzt die Messung mal machen. Dann müsste ich auch das ja dann in der Analyse sehen. In der MS bin ich mal sehr gespannt. Also wir merken uns mal, 0,03 habe ich. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde es jetzt ein bisschen anheben. Ich hatte also bisher eigentlich immer dato immer 0,05 habe ich immer gehalten. Ne? Ist jetzt klar, ich habe es heute gemessen, ist abgefallen, muss ich wieder nachpumpen. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, ja, weil dann können wir jetzt mal nachgucken später in der MS, ob das so übereinstimmt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie da die Werte zu einer ICP-MS halt eben sind, was das Gerät jetzt hier anzeigt. Ne? So, Freunde, und ihr seht ja im Prinzip jetzt, was ich dort gemessen habe. Das war ja der aktuelle Stand. Also ich habe ja das ganze Wasser direkt entnommen, ne, zur selben Zeit, also wie gesagt, das, was jetzt in dem Probenbehälter war, ihr habt ja gesehen auch als Beispiel bei Oceamo, da ist eine Fixierung dabei. Das heißt, die Werte werden im Prinzip, wenn ihr die nehmt, sozusagen wie eingefroren. Ja? Da kann sich halt nichts mehr verändern.
Und wir können also davon hundertprozentig ausgehen, dass wir jetzt definitiv die richtigen Werte von diesem Tag bekommen. Und die werden wir jetzt mal zusammen abgleichen, denn die ICP war, ich habe sie gleich am 10. losgeschickt, am 13. hatte ich schon das Ergebnis. Ging also rubbel die Katz und auch alles über deutschen Versand. Ganz normal habe ich es hier nach Menzel geschickt. Und am 13. war die Analyse schon da. Und ja, wir gucken erstmal in die Analyse. So, Freunde, dann schauen wir mal in die ICP-MS rein. Ja, klar, Benachrichtigung, alles habe ich gekriegt. Ne? Wir gehen ins Oceamo-Portal rein, wählen hier meine Analysen aus. Da. So, da ist die MS. Ja, 10.10. abgegeben, 6 Uhr eingereicht und also bei mir weggeschickt, ne, quasi. Und 13.10 Uhr, wie gesagt, also angemeldet habe ich sie um 6 Uhr morgens, ne, und dann rausgeschickt am 10.13. angekommen. Hat also schnell funktioniert, auch nicht, auch über deutschen Versand alles gemacht. Ja, so, wir gucken mal kurz rein. Was mir als erstes auffällt, PSU. 32,9, machen wir es mal rund auf 33, sprich, wie ihr gesehen habt, habe ich 35 gemessen. Sie ist aber nur 33. Ist natürlich schon mal schlecht, weil dann bei mir dementsprechend auch meine Messwerte natürlich nicht passen. Kurioserweise passt aber, wie ihr sehen könnt, der KH wunderbar. Er war in meiner Messung 8,3, hier haben wir 8,26. Passt also eigentlich überein. Calcium bin ich sehr erstaunt eigentlich. Hätte ich mitgerechnet, ich habe zu wenig, habe sogar noch etwas drüber. Aber ne, wie gesagt, ist ja voll im Level. So, Borbromid ein bisschen erhöht. Dann kommen die Spurenelemente. So, hier sieht es jetzt schon mal ein bisschen interessanter aus. Kobalt, Eisen, Jod, Kupfer, Lithium. Lithium ist zu niedrig. Mangan. So, die meisten sind ja, wie ihr sehen könnt, einfach zu hoch. Ach so, Freunde, ich kann euch das ja auch nochmal viel größer machen. So. Ne, also zu hoch, zu hoch, zu hoch, zu hoch, zu niedrig, zu hoch. So, ist jetzt natürlich nicht ganz so doll, wenn es zu hoch ist, weil ihr wisst, ne, rein ist immer problemlos machbar, rausholen ist immer super schwierig. So, Nickel, Rubidium. Zink erhöht. Boah, ich verstehe nicht, wo das mit diesem Zink hier mal herkommt. Ich habe da schon so eine kleine Vermutung, weil ich das Zink überall in allen Becken immer höher habe. Naja, gucken wir jetzt mal gleich das Osmosewasser. So, ui, Schadstoffe. Schadstoffe, alles grün, alles super. Das ist schon mal perfekt. So, da haben wir die Nährstoffe. Aha, guckt mal hier, meine Lieben. Da auch. Na, 0,011 und ich habe gemessen 0,03 hatte ich. Gut, hier seht ihr jetzt mal schön, das ist halt die Verschiebung oder beziehungsweise die Ungenauigkeit der Checker, die ja auch tatsächlich von Hanna mit 0,02 plus minus angegeben wird. Jetzt weiß ich aber aufgrund dieser Checkmessung hier quasi, dass es eigentlich 0,01 war, was mir dann 0,03 anzeigte. Also rechne ich jetzt pro forma einfach mal bei jeder Messung immer minus die 0,02 und halte mich an diesen Wert. Oh, Nitrat wundert mich jetzt eigentlich sehr, weil ich das Becken immer absauge, noch nie Nitrat zudosiert habe und. Okay, das Becken wird doch nicht gefüttert und gar nichts. Ist jetzt natürlich heftig, dass der jetzt so erhöht ist. So, Nitrat ist in Ordnung. Silizium haben wir im Wasser. Oh, meine Filter sind aber eigentlich neu. Ach, guck mal hier, hier sehen wir es ja. Osmose-Check. Kupfer, Zink, Silizium. Alles nicht nachweisbar. Aha. Ja, so, dann wollen wir jetzt mal gucken hier, was Christoph so schreibt. Hallo Marc.
Ja, Bor tue ich nicht mehr zudosieren, kann ich sowieso als Einzelelement nicht zudosieren, Bromid genauso. Betreffend der Spurenelemente, Ultraspuren fallen mit der Konzentration in den Metallen auf. Ja gut, sind nur moderat erhöht. Sollte man halt mal schauen. Das ist halt auch mal eine schöne Info. Eigentlich soll es keine Auswirkungen haben, aber Entwicklungsprobleme lassen sich halt eben eventuell nicht ausschließen. Weiß man halt nicht. So, du sollst auf jeden Fall Quelle erhöht Metallwerte finden. Osmosewasser können wir ausschließen. Haben wir ja auch schon selber gesehen gerade. Korrosion an Technik. Ja, ich vermute tatsächlich Korrosion an Technik eventuell. Was in den betroffenen Becken überall drinnen ist, ist tatsächlich einmal der Abschäumer. Der wäre in allen drei Becken, wo ich das Problem habe mit dem Zink, wäre der drin. Oder eben auch in allen drei Becken ist eine Neropumpe drin mit eingetauchtem Magneten, der also innen hängt, unter Wasser. Das wäre jetzt nämlich so mein Ding. So, ja, ansonsten schreibt er dann noch, ob ich Pinzetten oder Klingenreiniger nutze. Ja, ich habe einen Klingenreiniger, den nutze ich circa alle 14 Tage bis 3 Wochen, aber nur für ein paar Minuten. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das der ausschlaggebende Punkt ist. Der Klingenreiniger, so wie die Pinzette auch, die nutze ich zwar mal an dem Becken, klar, aber auch nur sehr, sehr kurz. So, das können wir halt anheben. Der Jod wird wahrscheinlich dadurch kommen, dass ich immer von Preis die kleinen Pipettierflaschen nehme. Und ja, ein Tropfen ist eigentlich für 100 Liter gedacht und ich habe hier nur 40. Also bin ich beim ersten Tag der Dosierung natürlich immer erhöht. So, Silizium, könnte ein Riffkeramik, Riffmörtel, fällt eigentlich alles raus. Habe ich gar nichts von in dem Becken eigentlich drin. So, Silikatabsorber, sollte man keine nutzen. Okay, hätte ich jetzt auch ohnehin nicht gemacht. Phosphat ist zu gering, sollte erhöht werden. Custom Elements, so, mit Custom Elements können wir Lithium, Rubidium anpassen, sonst keine Mangelelemente. Ja, ich wollte euch da eigentlich mal die Custom Elements mal vorstellen. Ich denke mal, wir machen es trotzdem. Christoph wird mir das mit Sicherheit fertig machen, das Paket fürs Lithium, Rubidium. Ist jetzt halt schade, weil ich hätte jetzt gerne mal mehr Elemente quasi erhöhen wollen. Aber wir sind ja halt zu hoch und nicht zu niedrig. Wir machen es aber trotzdem, um euch das mal zu zeigen. Ich wollte das ja, glaube ich, vor vielen Monaten schon machen mit dem Custom Elements und wir haben es jedes Mal wieder vergessen. Jetzt machen wir es einfach mal und machen danach nochmal eine Messung und gucken mal, wie gut es funktioniert hat, damit ihr mal seht, dass wir da schön dann auf die Defizite die ausbügeln können. Ja, ansonsten, wie gesagt, Single Element, Rubidium, ne? Kann man noch dazu nehmen, jetzt halt eben Oceamo Add-on P, also Phosphat, könnte ich jetzt halt eine Stammlösung quasi ansetzen, mit einem 1 Liter Osmosewasser dazu führen und dann halt eben mit reindosieren, um den konstant zu halten. Ja, mache ich ja ohnehin eigentlich schon, um ihn halt immer wieder hochzutreiben. Ja, perfekt soweit. Soweit alles okay und gut. Wir können es eigentlich auch dann schon auf die Vollversorgung wieder umswitchen, weil eigentlich die Grundwerte eigentlich passen. Da ist jetzt nichts verändert. Das können wir mal angehen. Ja, und ich warte auf jeden Fall dann mal auf die Custom Elements und da gucken wir uns das zusammen auch gerne mal an, meine Lieben. So, und hier, wie gesagt, eine ICP-MS, ne? Einmal eine genaue Messung machen, würde ich so alle 3-4 Monate einfach mal empfehlen, das zu machen, weil ihr habt dann halt Sachen hier, die ihr auch in den 0, Bereich schieben könnt oder halt eben sogar in den 0,00 Bereich, ne? Oder noch kleiner. Das ist natürlich schon eine gute Sache, ne? Oder hier, ne? 0,008. So, normale ECP US-Maschinen kommen natürlich in solche Bereiche nicht wirklich runter und es gibt dann halt nur eine Messung so
schätzungsweise von bis, wo man halt sagt, okay, wenn das Gerät noch überhaupt noch irgendwas anzeigt, dann ist auf jeden Fall über 0,00000 ist noch irgendwas da. Und hier bekommt ihr halt mal eine genaue Angabe. Ne? Das ist einfach mal eine präzise Messung, sagen wir es so. So, jetzt haben wir uns aber auch, glaube ich, lange genug die Dings hier angeguckt und wir gehen wieder auf Couch. So, Freunde, da war ich natürlich erstmal erstaunt, ne? Weil zum einen die Salinität stimmt ja nicht. Jetzt geht's ja los, ne? Ihr müsst ja da, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich sage euch ja immer und predige euch immer, guckt, dass ihr immer eine 35er PSU habt oder PPT. Ist im Prinzip das Gleiche. Also wenn ich es auf dem Gerät umschalte zwischen PPT und PSU, kommt immer derselbe Wert. Ne? Also das Gewicht ist dasselbe, was dort gemessen wird. So, aber ihr wisst ja, ich sage euch ja immer, die Geschichte ist einfach die, dass man natürlich eine 35er PSU haben muss und dann erst messen sollte, die anderen Parameter, also KH, Calcium, Magnesium, ja, so, weil die müssen natürlich ja übereinander liegen, die stimmen sonst nicht. Habt ihr eine zu niedrige oder eine zu hohe, habt ihr natürlich dementsprechend auch den KH-Wert zu hoch oder zu niedrig, ja. So, also da geht es ja jetzt bei mir schon mal wieder los, wo ich jetzt sagen muss, jetzt muss ich mal gucken, wie ich die große Kiste von Hanna, wie man die kalibrieren kann. Weil rein theoretisch müsste ich die ja jetzt mal kalibrieren und halt mal gucken, wie die halt eben auf eine Eichflüssigkeit zum Beispiel reagiert. Da müsste ich jetzt halt tatsächlich mal diese Messung machen, weil das würde mich jetzt halt mal eben brennend interessieren, weil das ist ja schon beschissen, wenn ich da im Prinzip jetzt schon falsch liege. Ne? So, es ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist halt eben, ne, wie ihr gesehen habt, eine 32er PSU und ich kriege eine 35er angezeigt. Ja? So, da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich messe auch ab und zu immer mal parallel mit dem Teil, was man ins Wasser packen könnte von Hanna, auch den Salinitätschecker. Der wiederum, dem habe ich ja nie vertraut, weil der ja eigentlich günstiger ist und weil der mir eigentlich immer eine niedrigere Dichte angezeigt hat. Aber scheinbar scheint der jetzt richtig zu messen und der andere nicht. Ne? Also da ist schon wieder der Struggle da. So, dann sehen wir auch wieder jetzt schön in dieser Geschichte, dass im Grunde genommen der PO4, es passt eigentlich genau. Und ihr seht, dort jetzt haben wir wirklich mal dieses Beispiel. Ich habe gemessen 0,03 und eigentlich war in der ICP eine 0,01 zu messen. Mir erklärt sich jetzt auch, warum die Zoas nicht so ganz so dolle bunt sind. Ne, weil ich sage mir so, es ist schön bunt das Becken, gar keine Frage. Ne, es ist super bunt, keine Angst, gucken wir gleich auch noch rein. Es ist super bunt, alles schick. Aber ich bin so der Meinung, da könnte noch ein Tacken mehr an Farbe kommen. Aber ist mir jetzt klar, es ist der PO4. Und wir wissen ja, dass die PO4-Messung bei Hanna ja eine Abweichung von bis zu 0,02 haben kann. Das passt jetzt hundertprozentig. Ne? Ich habe jetzt im Prinzip 0,01 letzten Endes und das Gerät sagt mir 0,03. Es hat also noch oben hin 0,02 draufgepackt. Gut, da weiß ich jetzt Bescheid. Da muss ich halt mal gucken. Natürlich kann man jetzt auch wieder mit dem Korrekturfaktor, mit einer Referenz und. Das alles gegenmessen, natürlich. Ne, brauche ich euch auch nicht zu erklären. Das wisst ihr wahrscheinlich alle schon. Ist ja überhaupt gar kein Ding. Aber da sieht man jetzt mal schön, dafür ist so eine ICP eigentlich eine ganz, ganz geile Sache. Weil da kann man dann halt auch tatsächlich mal solche ganzen Sachen mal nachgucken. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch mal eine MS gemacht. Die geht natürlich noch viel, 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 viel feiner runter. So, das zu dem Thema, dann haben wir das. Also wie gesagt, wer da gerne mal eine Oceamo ICP MS machen möchte, bitte einfach auf die Seite gehen bei Oceamo. Für mich, wie gesagt, ihr wisst das, brauche ich nicht immer wieder sagen, der beste ICP-Anbieter für mich, in meinen Augen. Ihr habt gesehen, er hat auch unten in der Zusammenfassung schön mir drunter geschrieben, woran es liegen kann, was es sein kann. Na, das finde ich halt auch total gut, dass er halt auch sich da einen Kopf drum macht. Und wir werden da jetzt die Custom Elements mal ausprobieren. Da werden wir jetzt mal hingehen und sagen, okay,
Kastenelements, um einmal den Ausgleich zu schaffen, sodass ich wieder auf den normalen Wert komme im Prinzip und somit dann halt eben sagen kann, okay, jetzt starte ich da wieder die Komplettversorgung von Oceamo. Ne, weil ich würde das doch ganz gerne mit der Komplettversorgung fahren. Obwohl, wie gesagt, ich war erstaunt. Calcium und so war ja eigentlich alles sehr, sehr gut gewesen. War ja sogar noch einen Tacken drüber. Hätte ich jetzt eigentlich weniger erwartet. Ne? Also von daher, wie gesagt, wir schauen mal weiter und wir machen dann auch in dem Sinne weiter mit den Custom Elements. Und dann gucken wir uns das mal an, was der Christoph mir dazu schicken wird. Und auch an dich, Christoph, wenn du heute zuschaust. Vielen lieben Dank für deinen schnellen und guten Support. Und ich freue mich schon auf die Custom Elements. Und dann werden wir da mal weitermachen und mal gucken. Und danach machen wir dann vielleicht noch mal eine ICP. Dann gucken wir mal, dann gehen wir mal auch auf die Fehlersuche. Weil Christoph hatte mir auch reingeschrieben, ob ich Klingenreiniger nutze. Ja, manchmal mache ich das auch mit einem Klingenreiniger sauber, der aber nicht im Wasser eigentlich verbleibt. Also damit mache ich 5 Minuten die Scheiben sauber. Dann kommt er wieder raus. Eine Pinzette, ja, ich habe eine Edelstahlpinzette. Allerdings nutze ich die eigentlich recht wenig in dem Becken. Also die wird ja auch nicht da täglich reingepackt. Also ob das so viel ausmacht, ob das davon kommt, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln. Wir müssen mal gucken, aber wie gesagt, wir schauen auch in den Zoatank, meine Lieben. Ja, Freunde, so wie versprochen, dann auch nochmal was vom Zoatank. Letzte Woche hatte ich ja alles eingeklebt. Alles, was ich hier noch so gefunden hatte, ne, habe ich jetzt ja den Stein noch ein bisschen was dabei gepackt. So, die kommt auch bald rüber. So, ach, da unten habe ich auch noch was stehen, sehe ich gerade. Mein Gott. Ja, also so sieht das jetzt erstmal hier aus. Ne, alles so ein bisschen schöner und voller geworden. So, wir gehen mal nach hier vorne rum. So, ne, da haben wir auch, der Stein ist halt schön belegt jetzt. Der ist auch schön voll, hinten der vor allen Dingen und der natürlich, ne. Aber ich sag mal, der war natürlich recht kahl gewesen. Ne, hier vorne ist auch alles gut. Hier habe ich auch noch so ein paar wieder auf dem Boden stehen. Ja, das Sammeln hört nicht auf, ne, sag ich da nur. So, da die schöne karibische. Da ist auch alles wunderbar. Ja, das sieht soweit gut aus. Jetzt gehen wir noch auf die eine Seite rüber. Ah, hier, das Kätzchen schläft immer am liebsten am Aquarium. Ne? Ja, die Katzen, die haben ein Leben hier bei mir. Ne? Und immer schön Leckerchen. So, jetzt weiter hier die Seite. Ne, wie gesagt, da unten, das muss ich auch noch alles noch irgendwie irgendwo irgendwann mal einkleben. Aber das ist jetzt hier der Stein. Ne, seht ihr, den habe ich jetzt da wieder komplettiert, also wieder voll gemacht. Da waren ja so 2-3 Dinger gewesen, die halt eben, ja, wo quasi nichts draus geworden ist. Das hatte mir ja auch der gute Ronny schon prophezeit und hat gesagt, mach dir keinen Kopf, du wirst nicht alle pflegen können, das wirst du halt nicht schaffen. Das ist halt bei Zoanthus so. So, ich habe mal die Strömung ausgemacht, so sieht es hier von oben aus. Ne? Also richtig geil, richtig schön voll alles. Ja, wie gesagt, ich versuche mal kurz das Lämpchen ein bisschen beiseite zu packen. So, Träumchen, oder? Ich finde das einfach mega geil. Ich finde, der Zoatank ist einfach so geil. Ne? Und jetzt verwächst das auch langsam dann auch schön. So, hier oben können wir jetzt mal sehen. Jetzt habe ich ja hier mein Körbchen endlich mal weg. So, da oben seht ihr die 2. Und da vermute ich, dass da irgendwo die Schnecke ist. Weil Ronny mir auch schon sagte, was diese Schnecke betrifft. Ja, du wirst das halt sehen, wenn dort irgendwo Zoas immer zu sind. Ne? Und die hier, das waren ja die einzigsten, die ewig und immer zu waren. Und ich kontrolliere die auch jeden Tag. Aber bis dato habe ich diese scheiß Schnecke einfach noch nicht entdecken können. Ne? Es kotzt mich einfach an, aber tja, was soll ich sagen? Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich jetzt hier auch vom Zoatank eigentlich
ja, ich sag mal, nur noch Updates geben, letztendlich, ne? Weil, wie gesagt, das ist halt alles jetzt fertig soweit und läuft. Die ist jetzt mal zu, die ist aber normal offen. So, die AOI, der geht's auch gut. Wächst aber scheinbar sehr langsam. Also ich habe da jetzt noch nicht wirklich mehrere Polypen gesehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich werde mal gucken. Ich habe drüben noch ein bisschen was Gelbes noch gefunden. Da werde ich noch mal hier ein bisschen was Gelbes nachschießen. Ja, was haben wir da unten denn noch? Was ist denn da noch? Da ist auch irgendwas Schönes, Blaues mit einem gelben Punkt drin. Oha, habe ich ja glatt vergessen. So, Ronny sein Ableger noch. Ja, ja, soweit kann ich mich nicht beklagen. Läuft alles super, sieht alles tipptopp aus, finde ich. Eine wahre Augenweide, würde ich jetzt mal so behaupten. Mega, mega, mega geil. Bin ich richtig stolz drauf. Richtig schickes Ding. Und ich sehe gerade, der Abschäumer ist wieder voll. Seht ihr, Freunde, so geht das immer weiter. Und jetzt gleich können wir dann wieder den Abschäumer leer machen. Ja, so sieht das halt aus, ne? So ist halt die Beschäftigung immer da, wenn man das schöne Hobby Meerwasser betreibt. Ja, so, der Zoatank sieht wieder richtig, richtig gut aus. Und nicht wundern, Freunde, ich habe mir extra ein Objektiv gekauft. Ich habe mir extra noch einen Weitwinkel geholt, weil ich euch ja gesagt habe, okay, in Zukunft werden wir ja hier den schönen Zoatank, hier das neue Refactory-Projekt machen. Und ich werde gucken, dass ich die Perspektive wieder reinhole, dass wir wieder beide Becken drauf haben. Ich weiß, dass ihr das sehen wollt. Und ich habe mir auch ein Weitwinkelobjektiv geholt. Aber, jetzt kommt das Aber, ich muss mir erst einen neuen Case besorgen für die Kamera. Ja, da ist im Prinzip so ein Cage drum, ja, so ein Käfig, so ein Kamerakäfig ist da drum, damit man die mal überall mal vorhauen kann und der Kamera nichts passiert. Und der hat unten genauso einen kleinen Überstand, dass das Weitwinkel nicht drauf passt. Ich wollte es nämlich heute extra drauf gemacht haben, aber das passt dann nicht mit dem Käfig zusammen. Werde ich mich darum kümmern, da noch einen anderen Käfig zu besorgen, damit wir dann demnächst auch wieder die Weitwinkelperspektive hier haben und das hinbekommen. So, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir ja noch Besuch bekommen von der Firma Korallenwächter. Und machen wir jetzt die Tests. Obwohl, die Tests können wir eigentlich gleich nur kurz anreißen, wie gesagt. Und ich werde die dann halt euch nochmal separat zeigen. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, weil sonst sprengen wir heute wahrscheinlich wieder einen Sonntagsvlog. Weil, Zeitblase. Ich weiß heute nämlich oder jetzt ja noch gar nicht, wie lange ich mit den beiden nachher quatschen werde und was das für den Vlog für ein Video geben wird. Und wie gesagt, Freunde, hört gut zu, passt auf, was wir sagen. Die Überraschung steckt jetzt im folgenden Teil. Und ich blende rüber zu meinem Besuch, Pia und Tim von Korallenwächter. Ja, Freunde, und schon habe ich die beiden hier bei mir auf Couch, die Pia und der Tim. Von der Marke Korallenwächter, ist die Marke, ne? Korallenwächter ist die Marke, ist die Marke. Und ja, wir werden uns jetzt zusammen mal die App von den beiden anschauen, weil ich hatte euch ja schon gesagt, wir gehen einmal die App-Geschichte durch, da kriegt ihr ja nachher auch jetzt gleich noch eine schöne Überraschung zu. Und vor allen Dingen, was mich wirklich super an den beiden interessiert, ist natürlich der Korallenwächter. Und ich sag mal, viele von euch oder einige von euch wissen wahrscheinlich, was ist überhaupt der Korallenwächter. Wolltest du das vielleicht direkt mal erklären, ja, klar, was der Korallenwächter dann mal wird? Ja, der Korallenwächter ist ein System, was die Wasserqualität misst. Und da konzentrieren wir uns auf zwei verschiedene Systeme. Das eine, wir nennen es das System zur Grundversorgung, das misst den pH-Wert und Magnesium und Calcium. Dann im späteren Verlauf wird noch eine Nährstoffversion hinzukommen und die misst dann eben speziell Nitrat und Phosphat. So, also ich sag mal so, ihr wisst ja schon, worum es eigentlich geht. Ja, es wird ein Messgerät geben, wo ihr halt auch, sag ich mal, eure Nährstoffe mitmessen könnt. Oder halt eben natürlich auch die anderen drei Grundparameter. Aber der Clou an dem Ganzen ist, und deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall die Software dann auch mal anschauen, ist nämlich die Geschichte, ihr könnt nämlich alles messen. In einer Füllung sozusagen. Das ist richtig. No?
Das ist richtig. Das heißt, unser erstes Gerät, die Version für KH, Magnesium, Calcium, die wird wirklich in der Lage sein, diese drei Parameter zu messen. Es ist jetzt keine kontinuierliche Messung, sodass ihr die ganze Zeit durchmisst, sondern es ist immer noch zeitbasiert. Mhm. Eine Messung geht im Schnitt 3 bis 5 Minuten und der Rest ist völlig frei einstellbar. Man muss nichts umprogrammieren, man muss nichts umbauen. Und das Ganze ist ein chemikalienbasiertes System. Mhm. Das heißt, wir messen mit Chemikalien, wir werden photometrisch aus. Mhm. Und für diese Chemikalien setzen wir Kartuschen ein. Das ist ganz ähnlich wie beim Drucker, wenn die Kartusche leer ist, wird sie getauscht, neue Kartusche rein. Genau. Und da der Clou, das ist ein Gedanke der Nachhaltigkeit, ist, wir werden die Kartuschen nicht entsorgen, sondern bei uns sind die Kartuschen wieder befüllbar. Mhm. Das heißt, die gehen dann zurück zu uns, wir befüllen sie wieder und dann gibt es Also ich bestelle mir neue bei euch quasi, kriege ich die neuen, da ist ein Rücksendeding wahrscheinlich dabei und dann kriege ich ja die alten zurück. Ganz genau. Ja. Ja, Freunde, weil also ich denke mal, das wird ganz, ganz interessant werden für uns, weil ihr wisst ja, ein anderer Hersteller hat ja auch so ein Messgerät jetzt schon in petto stehen. Und ja, ich sag mal, da waren wir ja so ein klein wenig enttäuscht alle Male zusammen, dass es halt eben nur einen Parameter misst und dann halt komplett umgebaut werden muss, gereinigt werden muss, etc. Ne, das ist halt dann sehr komplex und ich muss das Gerät halt für jeden Parameter mir nebeneinander stellen. Deswegen ist es natürlich auch so schön aufgebaut, dass man es stapeln kann. Aber da ist ja die Geschichte hier vom Korallenwächter, gefällt mir natürlich da viel, viel besser und euch wahrscheinlich auch. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal in die App. Wir werden aber auch heute auch noch ein weiteres Video hier drehen, wo ich euch das ganze Unternehmen mal vorstellen werde. Die zwei werden uns hier ein bisschen was erzählen, wie sie dazu gekommen sind und. Da könnt ihr so ein bisschen die Hintergrundinfos noch von ziehen. Und da gehen wir dann auch nochmal ganz genau auf die App ein. Ich würde sagen, wir reißen sie jetzt mal nur an. Ne? Ja. Und nachher zeigen wir euch die nochmal ganz genau, damit man die versteht. Und wie gesagt, ihr kriegt ja dann auch heute noch die Überraschung hinzu. Ihr dürft die verraten. Was habt ihr geplant? Ja, die Überraschung ist es, dass wir Promocodes für unsere App Tibus verteilen. Das heißt, wir geben dem Marc einen Link, da kommt ihr dann zu einem Formular. Da gibt ihr kurz ein, wie ist eure E-Mail-Adresse, welches Betriebssystem nutzt ihr. Das müssen wir wissen, weil es für Apple und Android unterschiedliche Promocodes gibt. Dann wird es eingeschickt. Da habt ihr dann noch die coole Möglichkeit, mit uns direkt ein Meeting zu buchen. Das heißt, ihr könnt uns da kennenlernen. Das ist ein 15 Minuten Webmeeting, wo ihr dann einfach mal mit uns sprechen könnt. Einfach mal lernt uns kennen, sprecht über euer Aquarium, sprecht über den Korallenwächter, sprecht über die App Tibus, was auch immer ihr möchtet. Und dann schicken wir euch im Anschluss den Promocode zu. Und dann habt ihr 3 Monate lang die Premium-Features von der App Tibus. Also, ne, mitmachen und jeder, der heute zuschaut und jeder, der mitmachen möchte, ist heute von euch da draußen ein Gewinner. Endlich können wir mal einen kleinen Giveaway machen, wo wir sagen können, jeder von euch, der jetzt hier zuschaut, kann sich jetzt die App runterladen, kann die Premium Features nutzen und ja, ihr habt auf jeden Fall alle somit gewonnen. Ja, wir wollen natürlich auch definitiv euer Feedback haben von den Leuten, die es halt benutzen. Weil wir hatten ja auch schon im Vorfeld schon ein bisschen geschrieben gehabt. Es gab da auch irgendeinen Punkt in der App, irgendwas fehlte noch, da haben wir ja auch dann geschrieben. Und das habt ihr auch sofort korrigiert und gemacht und getan. Also ihr seid da auch für Ideen offen, ja, finde ich auch sehr gut. Wenn man halt eben sagt, die App, ich glaube es war irgendein Film, Salz war es glaube ich gewesen. Ja. Ne? Also das, was ich jetzt hier, das Reef Crystal, das fehlte und das haben die beiden dann auch sofort da drin eingetragen. Und ja, genauso sage ich mal, sollte das heute ja auch eigentlich laufen, dass wir da halt hingehen, ja, der User meldet sich, hat irgendwo hier oder da vielleicht noch eine bessere Idee und ihr setzt das dann halt um. Ne? Das finde ich auch halt ganz wichtig. Ich meine, es gibt ja noch andere Apps, die auch im Prinzip so aufgebaut sind wie eure oder die dieselben Sachen machen können. Nur mal unter uns gesagt, sind die natürlich alle dementsprechend altbacken. Ja, und ich denke, da muss mal langsam was Frisches kommen, ne, wo wir dann alle was von haben werden. Ja, sollen wir denn mal kurz in die App mal reinschauen? Ja, genau. Also. Nimmst du das jetzt auch auf? Ja, ich nehme es auf. Okay. Das ist das Dashboard von Tibus. Da könnt ihr euch alle Parameter in der Übersicht zusammenstellen, die ihr gerade im Auge behalten möchtet, wo vielleicht ein Problem ist, zu hoch, zu niedrig. Bei allen Parametern sind wirklich alle Parameter aufgelistet, auch die aus einer ECP-Analyse. Und hier kommt auch schon gleich ein besonderes Feature ins Spiel. Ihr könnt nämlich Daten importieren.
Das heißt, jede ICP-Analyse könnt ihr als PDF einlesen lassen, aber auch alte Daten, die ihr in der Excel-Tabelle habt, können da auch mit rein. Genau. Was ist jetzt das Besondere an TIPES? TIPES bringt unterschiedliche Daten zusammen, damit ihr Zusammenhänge erkennen könnt. Das läuft über Ereignisse. Da kann man ganz unterschiedliche Sachen dokumentieren. Ich habe ein neues Salz verwendet, ich habe mein Versorgungssystem gewechselt oder die Dosierung geändert. Und diese Sachen werden dann bei den Parametern im Graphen angezeigt. Das heißt, ich kann also sofort sehen, wie wirken sich unterschiedlichste Maßnahmen, die ich in der Pflege so ergreife, auf meine Wasserqualität aus. Genau. Dann kann ich mir aber auch To-Dos erstellen. Und TIPES erinnert mich daran, damit ich auch keine wichtigen vergesse. Wenn ihr jetzt im Urlaub seid und sagt, ich habe jetzt jemanden, der auf mein Aquarium aufpasst und der soll auch bestimmte To-Dos erledigen, dann könnt ihr ihm Notizen hinterlegen, ein paar Sachen erklären. Ihr könnt ihm auch das Becken teilen. Das heißt, er hat Zugriff auf euer Profil, kann To-Dos abhaken, dann seht ihr gleich aus dem Urlaub heraus, okay, hat er gemacht, hat er nicht gemacht. Oder er berät euch einfach. Ach so, er macht das, der Pfleger macht das quasi bei dir zu Hause. Genau. Hakt das ab und du kannst es dann einsehen. Ja. Aha, okay. Ich kann es sehen. Genau. Ihr könnt auch mit TIPES dann eure Dosierung dokumentieren, also was dosiert ihr rein. Und da auch dann hier in der Listenansicht wird es dann angezeigt. Und dann seht ihr direkt, okay, ich muss vielleicht mehr oder weniger dosieren, um den Wert wieder anzupassen. Das ist jetzt mal ganz grob umschlagen, was TIPES alles kann. Genau. Also ist im Prinzip mehr oder minder einfach ein großer Notizblock sozusagen. Ein smarter Notizblock, ja, der unterschiedliche Daten zusammenbringt und einfach hilft, Zusammenhänge besser und schneller zu erkennen. Was ist denn so mit Thema Wasserwechsel? Wasserwechsel, ja, kann man hier unter To-Dos, kannst du sagen, Moment, ein neues To-Do, ein Wasserwechsel. Da kannst du jetzt sagen, wie viel möchtest du wechseln? Entweder ein Liter oder ein Prozent. Welches Salz verwendest du? Auch hier die Aufforderung, wenn noch eins fehlt, gerne melden. Und TIPES rechnet dann eben aus, wie viel Osmosewasser und wie viel Gramm von dem Salz brauche ich für meinen Wasserwechsel. Okay, das kann also auch. Das klang gerade so, als wenn es jetzt so eine Art smarter Notizblock ist. Ne? Und okay, das macht er also dann auch. Das kann er auch, genau. Was haben wir denn sonst noch für To-Dos? Wir haben noch Salz kaufen, Fische füttern, ICP-Analyse machen, den Filter wechseln, Abschäumer leeren, Scheiben putzen, Korallen pflegen. Man kann da auch ein eigenes To-Do erstellen, wenn man sagt, okay, mir fehlt da jetzt noch was. Und was ist denn bei Stammlösungen anmischen? Stammlösung anmischen, genau. Da ist noch nichts drin. Ihr könnt euch aber Notizen machen, einmal einfügen, damit ihr das auch jedes Mal habt. Und erinnern lassen. Und ihr könnt auch jedes To-Do als Event speichern. Das heißt, wenn ihr mal markieren wollt, okay, wann habe ich den Wasserwechsel gemacht, dann ist der immer im Graph mit drin. Man muss es sich nicht merken. Okay. Ja, jetzt können wir ja schon mal so ein klein bisschen, können wir ja schon mal spoilern. Die Zukunft ist dann wahrscheinlich auch, der Korallenwächter wird dann auch über die App gekoppelt, deswegen habt ihr die jetzt mal als erstes rausgebracht. Ja. Und ihr da draußen müsst jetzt natürlich hier auch dementsprechend mithelfen. Guckt euch das ganze Ding einfach mal an. Verbesserungsvorschläge, ne? Positive Kritik ist immer gern gesehen. Das wird dann halt verbessert und da packt ihr dann im Prinzip euren Korallenwächter dann da drauf. Das ist richtig. Das heißt, die App bleibt im Grunde so, wie sie ist, wird nur um den Korallenwächter erweitert. Ihr habt nach wie vor die Möglichkeiten, händisch eine Kontrollmessung einzufügen, eine ICP reinzuladen, aber es landen eben auch die Messungen vom Korallenwächter mit auf diesem Dashboard. Es wird dann eben noch die Möglichkeit geben, den Korallenwächter zu programmieren. Also wie oft möchte ich messen, wann möchte ich messen, was möchte ich messen. Genau. Ja, perfekt. Ja, und jetzt haben wir gesagt, ich setze einen Link unten drunter. Ja. Also ich packe jetzt einen Link in die Videobeschreibung, den seht ihr natürlich jetzt schon.
Da geht ihr drauf. Dann müssen Sie was? Dann landet ihr auf dem Formular. Da kommt dann E-Mail-Adresse rein. Welches Betriebssystem habt ihr auf dem Handy? Wie heißt ihr? Ist uns ganz wichtig. Da wird die E-Mail persönlicher, in der der Promocode steht. Dann wird es eingeschickt. Und dann bekommt ihr von uns Post. Ihr habt dann im Anschluss nochmal die Möglichkeit über einen neuen Link, der poppt dann in dem Fenster auf, könnt ihr euch ein Videomeeting mit uns buchen. Mhm. Genau. Genau. Ja, und dann zieht ihr euch im Prinzip die Typus-App runter. Die kriegt ihr ja sowieso schon, die könnt ihr ja auf dem Handy euch schon mal runterladen. Und dann bekommen die Leute im Prinzip dann nochmal den Code, um die Premium-Version genau. zu öffnen. Genau, einmal den Code und einmal eine kleine Anleitung, wie man den dann auch einlöst. Ja, also dann mal ganz, ganz schnell hopp, hopp. Ich will, dass der Server zusammenbricht hier. Nein, guckt euch das mal an, Freunde. Wie gesagt, ich denke mal, super spannend ist für uns auf jeden Fall definitiv, wie gesagt, der Korallenwächter. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Ich habe ja eigentlich schon so insgeheim gehofft, dass wir den heute schon mal hier sehen können. Aber die Gerätschaften laufen schon, habe ich schon gehört. Wo habt ihr die stehen? In irgendeinem Zoo? Im Zoo Frankfurt, ja. Seit 8 Monaten okay. läuft er da. Ja, ja, perfekt. Hm. War der schon fleißig? Ja, wir waren sehr fleißig. Also wird es ja auch gar nicht mehr so lange dauern, oder? Wir kommen tatsächlich mit der Produktentwicklung sehr, sehr gut voran. Mhm. Wie lange es jetzt noch genau dauert, bis wir eine Version haben, die auch auf dem Markt erscheinen könnte, entspricht es immer sehr, sehr schwer zu sagen. Mhm. Ich schätze mal, dass es jetzt bestimmt noch mal so 3 Monate dauert. Vielleicht haben wir dann Ende des Jahres noch mal was, wo wir vielleicht in einem neuen Video noch mal zeigen können. Hey, wie sieht das Gerät denn aus? Wie funktioniert es denn? Ein paar Testmessungen machen, gucken, wie richte ich den ein? Ja, und danach geht es dann für uns an die Produktion. Mhm. Also können wir nächstes Jahr wahrscheinlich dann ja. definitiv damit rechnen. Da sind wir sehr zuversichtlich, das stimmt. Okay. Ja, und das wird, wie gesagt, Freunde, super interessant werden, weil ich finde halt, mir ist halt an dem Gerät direkt das sympathisch, dass wir halt wirklich das Gerät einfach hinstellen. Nur mal bestes Beispiel, morgens früh, ja, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit, ihr geht in die App rein, sagt, komm, mess mir mal NO3, PO4 und die Kiste macht das. Ne? Ihr müsst jetzt nicht hingehen, wie bei einem anderen Gerät dann eventuell so sein wird, da könnt ihr nur einen Parameter messen. So, hier habt ihr zumindest schon mal die 2 im Nährstoffbereich jetzt oder halt die 3 in den Grundelementen. Ist das denn da bei euch mal jetzt mal so gefragt, auch möglich, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich sag jetzt mal Gerät 1, Gerät 2, so, Gerät 1 ja die dreifache Version sozusagen, der ja 3 Parameter misst. Ist denn da auch die Möglichkeit bestehend, dass wir da vielleicht später sagen können, wir machen da statt den 3 Parametern 3 andere rein? Wäre das auch möglich? Das ist prinzipiell erst einmal denkbar. Dadurch, dass wir dieses Kartuschensystem haben, können wir die Kartuschen theoretisch auch anders befüllen. Genau, so habe ich mir das jetzt auch gedacht. Genau, letztendlich muss man dann einfach schauen, was wären denn sinnvolle Parameter. Das ist dann eine Sache für die Zukunft, sage ich jetzt mal. Wir sind aber gerne für Vorschläge, für Rückmeldungen jederzeit offen. Und da müsst ihr ja, ich sag mal, es gibt ja noch so spannende Sachen wie zum Beispiel Fluorid, ja. Jod, die man, wo ich jetzt weiß, die wir auch halt über eine Chemikalie messen können. Klar, es muss aber sein, was auch über einen Chemikalientest halt dann und auch über Verfärbung photometrisch dann ablesbar ist. Aber ich denke mal, da gäbe es schon noch so nochmal 3 Parameter vielleicht, dass man vielleicht Jod messen könnte, Strontium zum Beispiel kann man auch messen und dann noch den Kalium als Beispiel. Das ist eine spannende Idee. Ne? Das wäre ja dann auch nochmal so eine Kiste. Und wärt ihr dann auch so flexibel, ich sage das jetzt einfach mal ganz vorsichtig, wir haben ein 3er und ein 2er Gerät und da vielleicht noch so eine 6er Batterie zu bauen? Auch das, da müsste man letztendlich mal auch schauen, wie groß denn letztendlich die Nachfrage ist. Ne? Ja. Also das Hauptproblem bei sowas ist dann natürlich, dass es auch produziert werden muss. Ein anderes Gerät heißt wieder neue Produktionslinien. Aber prinzipiell ist das erst einmal denkbar. Da sind wir flexibel, da sind wir offen. Das heißt, wenn viele Leute uns sagen, hey, wir brauchen das, dann ist das was für uns definitiv in Frage kommt. Ja, ja gut, das können wir dann abstimmen. Das wird man ja dann sehen, aber es wäre theoretisch machbar für uns oder umsetzbar. Ja. Okay. Preismäßig, darf man da schon was sagen? Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, da wir noch in der Prototypenphase stehen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Preise von einem Prototypenbau sage, dann laufen sie wahrscheinlich alle weg. Das ist aber auch ganz normal, wenn man ein System baut. Ein Endpreis, das ist sehr, sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und da muss ich dich leider noch auf ein nächstes Video vertrösten. Gut, weil wieder keinen Preis hier rausfliegen können.
Gut, Freunde, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Wir beiden drehen jetzt noch ein weiteres Video. Das könnt ihr dann die Tage sehen. Ich schätze mal, am Dienstag werde ich es dann online haben. Da erklären wir euch das nochmal haarklein hier alles. Und erzählen noch so ein bisschen, wie ihr euch gegründet habt und. Und dann seid ihr auf dem aktuellen Stand, meine Freunde. So, und wir gehen jetzt weiter zum Zoatank. Ja, Freunde, die beiden sind weg. Was soll ich sagen? War sehr nettes Gespräch, sehr nettes Interview. Wir haben noch ein zweites Video gedreht. Wir haben jetzt nur mal kurz hier ein bisschen was angerissen für den Sonntagsvlog, damit es nicht so lang wird. Ich bedanke mich auch nochmal auf diesem Wege jetzt bei der Pia und beim Tim. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Auch vielen Dank, dass ihr meine Community so supportet und allen die Möglichkeit gibt, diese App einfach mal testen zu dürfen in der Vollversion. Und ich spreche jetzt einfach mal zu meiner Community und sage einfach zu euch, ladet euch das Ding runter. Wie gesagt, ich habe das unten alles verlinkt. Der Link steht in der Videobeschreibung. Ich habe ihn auch noch mal in den Kommentaren angepinnt. Ladet euch die App bitte mal runter. Ich finde das eine gute Sache, dass die junge Leute sich dafür einsetzen. Und auch so, wie soll ich das erklären? Die wollen ja mit euch gehen und ihr mit denen. Ja, so, bitte ladet euch diese App runter, guckt euch das an. Ich habe sie mir schon vorher gekauft. Wie gesagt, ich habe mir die Vollversion schon gekauft gehabt, hatte die App schon weit vorher gehabt. Weil ich bin halt auf Korallenwächter aufmerksam geworden durch den Korallenwächter, der jetzt kommen wird. Ne? Durch das Messgerät. So, und da hatte ich mir die App schon mal im Vorfeld runtergeladen, weil sie gehört ja letztendlich dann auch, wenn der Korallenwächter da ist, dazu. So, und ihr müsst einfach mit den beiden arbeiten, weil ihr müsst denen halt die Feedbacks geben. Wie gefällt euch die App? Ich habe heute auch so einige Sachen den beiden halt gesagt, was mir daran nicht so gefällt, was ich vielleicht anders machen würde. Aber genau deswegen machen wir diesen Test. Und deswegen verlasse ich mich da auf euch, dass ihr da fleißig mal die App mal durchtestet. Und wir können dann gerne auch nochmal ein Video dazu machen. Und was da sonst noch, wie gesagt, alles kommen wird von der Firma Korallenwächter, da habe ich dann nochmal ein separates Interview gemacht. Das kriegt ihr irgendwann jetzt im Laufe der Woche. Ich denke mal, am Dienstag werde ich es fertig haben. Das könnt ihr euch ja dann auch nochmal reinziehen. Also, wie gesagt, freut mich wahnsinnig. Vielen Dank für die Aktion von euch, dass wirklich jeder, der möchte, dem Link einfach folgt, füllt eben das Formular aus. Ihr müsst dann nur eine E-Mail eintragen, nur euren Vornamen und sagen, was ihr habt, ob ihr ein iOS-Gerät habt oder ein Android-Gerät. Und dann schickt ihr das ab und dann bekommt ihr einen Promocode, den ihr dann in eurer App aktivieren könnt. Ja, so, die schreiben euch dann an und machen und tun alles. Und falls ihr da noch Fragen haben solltet, helfen die euch dann auch noch. Habt ihr ja gehört, ihr könnt dann noch ein Team-Meeting machen. No? So, das war die Geschichte. Ja, dann, was hat man denn noch gehabt? So, da gucken wir heute nicht rein. Nein, ist noch geheim, ist noch nicht ganz fertig. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden mit dem Einrichten, ich muss noch ein bisschen gucken. Und wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ob der René diese Woche noch kommt vom Reef Place Mönchengladbach. Der wollte ja da auch noch einen Euphilienwald einkleben. Und von daher bin ich da noch nicht ganz durch. Das gucken wir dann nächste Woche, weil ich denke, wir haben heute auch schon wieder wahrscheinlich eine super lange Spielzeit heute erreicht im Vlog. Und der letzte war ja schon so lang. Und das Problem ist halt eben, ich merke halt, je länger so ein Vlog, dann guckt ihn nämlich wieder keiner. Ne? Das ist immer das Ding. Mache ich ihn kürzer, sind es alle am Maulen. Mache ich ihn länger, guckt ihn keiner. So, Freunde, wie gesagt, auch haben wir noch von der Refactory die Tests bekommen. Ich habe es gestern mal vorgeführt bekommen. Ist eigentlich eine echt geile Sache. Also die Leute, die auch Refactory-Produkte haben, das ist natürlich super optimal. Ist keine Pflicht. Ihr könnt natürlich auch die Tests ganz normal nehmen, als ganz normalen Test. Ist Anleitung, alles ist drinnen. Ist alles mit reingepackt, was ihr da braucht. Ne? Ihr könnt ihr also auch ganz normal so nutzen. Na komm, wir holen mal einen mal eben kurz mal so raus. So sieht das ganze Spiel hier halt aus. Ne? Wie gesagt, ihr könnt die auch ganz normal so nutzen. Oder halt eben, wenn ihr die App habt, könnt ihr die definitiv direkt über die App nutzen. Das heißt, ihr scannt einfach hier hinten den QR-Code ein.
Landet dann sofort in der App und dort gebt ihr einfach, folgt ihr der Anleitung, finde ich gut gemacht, weil es wird euch direkt im Prinzip gezeigt, was jetzt für ein Schritt dran ist, was ihr machen müsst, was ihr tun müsst. Finde ich eigentlich ganz geil gelöst. Und das Ergebnis ist dann am Ende des Tages auch noch, dass ihr das einfach dort eintragt und die App euch die Werte anzeigt, was dann dabei rausgekommen ist und auch direkt in eurer App halt auf eurem Account auch abspeichert. Ist wie gesagt jetzt nur für die interessant, die halt auch eben Refactory-Produkte nutzen schon und dann auch die App deswegen stark nutzen. Ne, ich sag mal, für die ist das natürlich dann sehr, sehr interessant. Ansonsten, wie gesagt, ich bin da eigentlich begeistert von. Ich habe morgen gestern schon ein paar Tests halt sehen können. So sieht es ja alles aus. Ne? Also es ist dann auch immer alles hier schön drin verpackt sofort. Alles, ne? Fix und fertig, alles ist dabei. Kann man dann so hinstellen halt. Wie gesagt, hier habt ihr nochmal die Anleitungen separat in mehreren Sprachen. Da ist das auch nochmal ganz genau dann alles erklärt, was ihr machen müsst. Also eigentlich eine ganz nette, schöne Sache. Wie gesagt, da müssen wir jetzt halt mal schauen. Ich werde die euch nochmal vorstellen, weil sonst sprengt das heute den Rahmen und ich wollte das auch mal gerne mit der App zeigen. Aber das würde heute im Grunde wieder viel, viel, viel zu lang werden, meine Lieben. Ja, Freunde, so sieht es aus. Das war meine Woche. Wie gesagt, supportet die beiden vom Korallenwächter, zieht euch die Typus App runter, checkt die mal durch, probiert die mal aus. Es ist im Grunde genommen wie ein Aquakalkulator letztendlich. Ihr könnt da auch Wasser wechseln und diese ganzen Geschichten könnt ihr auch alles machen. Und es ist halt eben auch, dass ihr halt einen, ja, eine Art Notizblock habt, wo ihr halt auch sagt, ich mache eine To-Do-Liste und kann mir die und die dementsprechenden Sachen dort abspeichern und dann klappert ihr die ab. Ne? Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die zwei halt unterstützt, weil wie gesagt, es kommt nächstes Jahr der Korallenwächter, der wird schon, ne, relativ bald kommen, sag ich jetzt einfach mal. Dieses Jahr wird er leider nichts mehr, habt ihr ja gehört. Ich habe natürlich sofort nachgefragt und ich denke mal, dieses Gerät wird sehr interessant werden und zwar einfach aus dem Grunde, die Insta gesehen haben, da habe ich ja mal so einen Vektor reingespielt. Man weiß ja nicht, was kommen wird. Da hat das Ding zum Beispiel 5 Kassetten verbaut. Wer weiß. Die 2 haben wir gesprochen, 3 und 2. Wäre ja auch eine geile Nummer. Einmal kann ich meine Grundelementeversorgung nehmen oder halt eben nur die Nährstoffversorgung messen. Fände ich auch geil. Ja, so. Wir gucken mal, was passiert. Aber ich denke, das wird ein ganz interessantes Projekt werden, was die beiden dort gestartet haben. Und dieses Messgerät wird hochinteressant sein. Zumal es auch, wie gesagt, so ist, dass ihr halt eben die 3 oder die 2 Parameter halt tatsächlich in der Kiste in einem Rutsch messen könnt. Das heißt, ihr geht einfach in die App und von zu Hause aus und sagt, hier, mess mal, wenn ich gleich zu Hause bin, will ich die Werte haben. Und die Kiste misst das. Ihr müsst das nicht umsatteln oder umspannen oder auch wie es damals beim ReefBot war, der konnte ja dann auch mehr messen, aber man musste ja für andere Werte wieder alles umbauen. Und ich denke, das wird ganz interessant werden. Und wir haben ja auch noch, also ich habe ja mit den beiden auch noch so ein bisschen in die Zukunft geplaudert, was denn da sonst noch kommt. Und da kommen noch ganz, ganz geile Sachen. Nur, man muss natürlich hier immer sehen, das ist ein junges Unternehmen. Ja, das ist im Prinzip in der Corona-Zeit gegründet worden, letzten Endes. Und wie gesagt, da muss jetzt erstmal sich alles aufbauen. Die können natürlich nicht direkt bam auf 1000 hoch und in alle Richtungen alles abdecken. Das funktioniert halt nicht. Die müssen halt gucken und es wird halt, wie gesagt, zuerst der Korallenwächter kommen. Und da kommen aber auch noch weitere Sachen. Und ich denke, das wird für die Zukunft ganz interessant sein. Und ihr wisst auch, wie das im Leben ist. Es kommen auch immer ältere Unternehmen gehen, werden verkauft etc. Und die jüngeren Unternehmer kommen da rein oder kommen dazu. Und da können wir sehr gespannt sein, weil die zwei haben richtig was auf dem Kasten. Und da bin ich definitiv sehr gespannt, was wir von den beiden noch so alles sehen werden. So, Freunde, mein Kaffee ist schon wieder kalt vom ganzen Quatschen hier. Also, wie gesagt, Däumchen ist ein Träumchen, ihr kennt das Spiel.
Lasst mir gerne einen Daumen da, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ihr wisst, der Algorithmus, ne? Und wie gesagt, schaut bei den beiden vorbei, ist alles unten drin verlinkt. Ihr müsst nur dem Link folgen, das Formular ausfüllen und dann kontaktieren die zwei euch und werden euch mitteilen, wie ihr an die App in der Premium Advanced Version kommt, um das mal durchzuchecken. Und ich würde mich da echt freuen, wenn ihr das mal macht. Und ihr könnt auch mir gerne ein Feedback hier lassen, unten drunter als Kommentar. Wie ihr die App so findet, haut mir mal alles rein, guckt sie euch an, sagt mir mal so direkt, wie ihr die findet, weil ich sag mal, das hatte ich mit den beiden heute auch lustigerweise besprochen. Ja, man muss ja mal gucken, ich meine, ich werde ja auch immer älter. Ich meine, ich bin ja auch schon jetzt paar 50, noch ein paar Monate werde ich 50. Ja, so bin ich ein halbes Jahrhundert alt. Für mich ist so eine App natürlich auch immer so eine Geschichte, ne? Und da habe ich mit den beiden heute auch schon so ein bisschen gequatscht und habe gesagt, ich bin mal gespannt, was es geben wird, weil man hat ja auch gestern wieder schön im Mega-Zug gesehen, meine Followerschaft sind alles gestandene Leute, alle so mittleren Alters, so wie ich auch irgendwo, ja, und ich sag mal, ja, da muss man natürlich auch immer gucken, ob da auch jeder mit den Apps klarkommt, weil ich habe mich da auch richtig reinwuseln müssen, weil eigentlich ist sie ganz easy, eigentlich ist sie ganz einfach und eigentlich genial aufgebaut. Aber ich sag mal, wir Älteren haben noch so eine bisschen andere Denkweise. Also wie gesagt, Freunde, schaut sie euch einfach an, haut es auch gerne mir mal in die Kommentare. Vor allen Dingen gebt den beiden ein gutes Feedback, damit sie da eine noch bessere App draus machen können. Und vor allen Dingen für den Korallenwächter, weil, Freunde, das Ding wird auf jeden Fall mega werden, denke ich mal. Und bin ich schon ganz gespannt drauf. Aber jetzt ist auch endlich mal gut hier. So, Schluss jetzt, Freunde. Abschalten, ne? Aber das war der Löwenzahn, der hat früher mal gesagt, abschalten, abschalten, ne? Haut rein, meine Lieben, habt noch einen netten Sonntag, ruht euch aus, Montag geht's schon wieder los, ne? Und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video am Dienstag, das Interview mit den beiden und ja, einen schönen Tag wünsche ich euch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und ne? Däumchen ist ein Träumchen, meine allergeilsten. Haut rein. Ciao, ciao.